Ja, schauen wir auf die Infektionszahlen in Österreich, dann sehen wir, dass die nach wie vor trotz Lockdown viel zu hoch sind. Und wir werden erst diese Woche, Ende dieser Woche wissen, ob die Zahlen im Jänner sich eher rückläufig bewegen oder nicht. Und darauf basierend ist eine Entscheidung seriöserweise zu treffen, ob es einen Lockdown bis Mitte Jänner oder bis 24. Jänner braucht. Das ist die einzige Entscheidungsbasis, die hier zählt. Jetzt noch ein Entgegenkommen geben Ihrerseits, was das weitestgehend betrifft? Ich glaube, unser gemeinsames Ziel muss sein, dass die gegenwärtigen Infektionszahlen in Österreich, die viel zu hoch sind, dass wir die effizient und so schnell wie möglich senken. Das kann man mit adäquaten, einschränkenden Lockdown-Maßnahmen. Da braucht es eine sachliche Entscheidung, keine Parteitaktik, ganz klar. Und impfen, impfen, impfen. Das sind die zwei einzigen Maßnahmen, die ich jetzt akut sehe. Es ist ja heute noch ein Gespräch angesetzt beim Minister Anschober, eigentlich eine Aussprache gedacht mit allen Fraktionen. Was erwarten Sie von diesem Termin noch? Ich denke, das wird ein Austausch sein, wie man in den nächsten Wochen auch zum Beispiel eine Teststrategie für Österreich erarbeiten kann und hier auch Experten einbezieht. Ich glaube, das ist sinnvoll, wenn wir hier zusammenarbeiten und uns gut austauschen. Die Regierung versucht ja jetzt sozusagen der Opposition die Schuld zu geben an diesem de facto längeren Lockdown. Was sagen Sie als Chefin der größten Oppositionspartei zu diesem Versuch, die Schuld Ihnen umzuhängen? Es gibt nur einen Grund und eine Basis für eine Lockdown-Entscheidung und für die Dauer des Lockdowns. Und das sind die Infektionszahlen in Österreich. Und da sagen alle Experten und Expertinnen, die sind viel zu hoch. Die müssen wir runterbringen, sonst droht uns, wenn wir zu früh öffnen, ein vierter Lockdown möglicherweise im Februar. Und das darf nicht passieren. Das ist dann auch am 24., 25. Januar herum immer noch deutlich über 1000 Neuinfektionen sein sollte. Sollte der Lockdown dann vielleicht noch länger dauern? Schauen Sie, es werden immer die Infektionszahlen sozusagen der Wegweiser sein für das weitere Vorgehen. Das muss anhand der Zahlen monetiert und entschieden werden und das wird man dann entscheiden mit Expertinnen und Experten. Und Sie haben auch gestern Frau Professor Buchhammer-Stöckl der Virologie der MedUni Wien gehört, die ganz klar sagt, es braucht hier einen weiteren Lockdown, weil die Zahlen viel, viel zu hoch sind und Lockerungen mit indirekten Testverpflichtungen sind kein adäquates Mittel, um die Zahlen zu senken. Würden Sie sich wünschen, dass das gesetzlich verankert wird, diese Zahl, diese 1000 zum Beispiel, die Sie jetzt immer wieder genannt haben, als tägliche Neuinfektionszahl, als Gradmesser oder Richtlinie für Lockdown bzw. Lockerungen? All das kann man diskutieren, ob es sozusagen einen Grenzwert gibt, den man auch gesetzlich festschreibt, ob das jetzt 1000 Neuinfektionen pro Tag sind oder eben eine Inzidenz von 50 über den 7-Tages-Wert. Auch das ein sehr verlässlicher Wert. All das sollte man mit Experten und Expertinnen diskutieren und wäre durchaus denkbar. Der Gesetzesentwurf ist ja sehr spät erst gekommen. Das hat die Opposition sehr gestört. Der Ministerin hat heute ein bisschen Besserung versprochen. Glauben Sie, wird man in Zukunft enger mit dem Parlament auch zusammenarbeiten oder wird das immer relativ knapp erfolgen? Man hat eingesehen, dass das zu Beginn der Pandemie, noch Anfang letzten Jahres im März, April, natürlich aufgrund der Zeitnot so war, dass man sehr kurzfristig Entscheidungen im Parlament treffen musste. Jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt hat eigentlich die Regierung und die Regierungsfraktionen viel mehr Zeit, Gesetze vorzubereiten. Und da erwarte ich mir auch, dass man dem Parlament Zeit gibt, dass man den Experten in Österreich Zeit gibt, hier ausreichende Begutachtungen durchzuführen und Stellungnahmen abzugeben. Das ist in einer Demokratie extrem wichtig. Und die Bevölkerung hat auch ein Recht zu sagen, wie sie zu einem Gesetzesentwurf steht oder eben, was sie schlecht findet.